wissen wollt, wie sowas eingebaut wird, darüber werden wir dann im nächsten Jahr berichten. Denn da wird sich einiges auf Christines Kanal ändern. Da kommen dann quasi mehr Hintergrundinformationen anstatt nun bloß so ein paar Fotos. Ja, hier rechts, da seht ihr meine Tomaten, die wieder im Gewächshaus stehen und von allen Seiten beschossen werden mit Wasser. Und man sieht keine Wasserflecke bzw. gelben Flecke an den Pflanzen. Und die Tomaten reifen auch langsam und sicher. Dann kriegst du hier ein neues Gewächshaus. Die Erdbeeren, die werfen wieder neue Peitschen. Das werden also neue Pflanzen, die wir dann wieder einsetzen können. Beziehungsweise macht der Christine, weil es ihre Aufgabe. Und hier hinten, da sind welch ein Zufall Tomaten aus der Erde gekommen, die wir nicht dort eingepflanzt haben. Und was war das andere, was da hinten rechts steht? Ja. Ah, Dill. Und hier im Prübet, da hat Christine eingepflanzt. Petersilie, selbstgezogene. Ah, und das andere ist davor? Unkraut. Unkraut, selbstgezogen. Ja. So, hier sind wir jetzt mal hinterm Gewächshaus und wie ihr seht, hier wächst auch Salat. Der ist ungefähr jetzt 3-4 Wochen ungefähr drin und schön groß. So, und hier neben der anderen Frühbeet hat sie Rosenkohl zu stehen. So, und hier in dem Frühbeet, da haben wir Radieschen. Daneben steht eine einzelne große Pflanze. Ja, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Das ist eine Paprika. Ja, und ansonsten, was hier im Garten momentan wächst, jede Menge Unkraut. So, die Wasserpflanze, die wir hier eingesetzt haben, die wächst und gedeiht auch. Und das Schönste nach getaner Arbeit ist natürlich die Erholung im 25 Grad warmen Pool. Ganz exklusiv hebt es jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen. Und falls ihr jetzt denkt, dass zwei Sandfilteranlagen hier am Pool sind, da muss ich euch enttäuschen. Die hintere ist eine Sandfilteranlage und die vordere ist eine Chlorgasanlage. So, hier steht das Mini-Gewächshaus oder Frühbeet. Und wie man sieht, da kommt auch einiges.